Heute unser Spiel gegen Hertha BSC und damit gegen einen Lieblingsgegner par excellence. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. In den letzten 10 Jahren gab es nämlich für die Herthaner, egal ob bei ihnen zu Hause oder hier im Weserstadion, absolut nichts zu holen. Und trotzdem müssen wir vor dieser Mannschaft warnen, denn in den letzten 3 Spielen hat Hertha jeweils dreifach gucken können. Also die haben nach einem wirklich sehr mäßigen Saisonstart sich gefangen und sind richtig gefährlich geworden. Also wir sind absolut vorgewarnt. Dazu haben sie noch mit Odi Vedat Ivicevic und unserem guten bekannten Davy Selke und auch Marco Grujic, der ja beinahe bei uns gelandet wäre, haben die auf jeden Fall richtig gute Leute, auf die wir aufpassen müssen. Davy Selke, dazu möchte ich euch auch nochmal eben eine kleine Geschichte erzählen. Der wäre ja nach seinem unschönen Abgang aus Leipzig beinahe wieder bei uns gelandet. Es gab auch schon Gespräche mit Frank Baumann. Auch eine Wohnung in der Überseestadt wurde besichtigt. Und letzten Endes aber hatte die Hertha anscheinend wohl doch die besseren Karten. Und ja, last but not least ist er dann auch dort gelandet. Ja, heute auf jeden Fall unser Spiel gegen Hertha BSC. Und ja, Vedat Ivicevic ist auch so einer, ist ein alter Fuchs, auf den müssen wir auf alle Fälle aufpassen. Und also das ist wirklich gefährlich, der war schon zu Hoffenheim-Zeiten sehr gefährlich. Ich sage nur unser knappes 5:4 damals vor 10 Jahren. Ja, und da hat er uns richtig vor große Probleme gestellt. Aber wir haben auf jeden Fall richtig was anzubieten und das trotz der Tatsache, dass immer noch viele Leute fehlen. Es ist nun mal so, leider, es fehlen immer noch eine Menge Leute bei uns, aber wir haben halt eben ein gutes Kollektiv und wir haben es bislang immer geschafft. Egal, Frankfurt oder Dortmund, gut, es waren beides keine tollen Spiele. Dortmund war zweite Halbzeit dagegen sehr, sehr gut. Haben wir auf jeden Fall trotzdem wirklich etwas richtig Gutes noch geboten, haben wir auch was ganz Gutes angezeigt. Es waren keine hervorragenden Spiele, aber wir haben dort ebenfalls trotzdem gepunktet. Gut, wir haben das auf jeden Fall, nur dass einige Leute zurückkommen. Also Basti Langkamp ist wieder dabei, Yuya Osako hat sich wieder angesagt, aber ich weiß nicht, ob es für beide heute doch heute schon reicht. Miloš Veljković wäre schon wieder so weit, aber auch da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich ihn heute schon in der Startelf reinbringen würde. Aber naja, wir müssen das mal sehen. Und ich bin wirklich guter Dinge, dass wir heute gegen Hertha einen Dreier holen werden. Zumal wir auch den Pluspunkt Weserstadion haben. Und das ist eine richtig tolle Sache. Wir werden die Mannschaft nach vorne peitschen. Ich freue mich sehr drauf, bin nachher auch da. Und es wird auf jeden Fall richtig, richtig geil werden. Gut, ich bin West unten. Ich bin sozusagen in dem Gesundheitsblock wieder. Lohnt sich auch, aber das wird eine tolle Sache. Ich freue mich schon sehr darauf. Wie will ich das heute machen? Ich würde das heute mit einem 4-3-3 machen. Ein Tor, klare Sache, da muss ich mit mir nicht weiter drüber reden. Jette Pavlenka natürlich, dann die Viererkette. Marco Friedl, Christian Groß, Piotr Selassie und Michael Lang. Dann das Mittelfeld mit Nuri Sahin, David Klaassen, Maxi Eggestein. Und vorne dann mit Leo Bittencourt, Jörg Raschitzer und Josh Sargent. So, das ist meine 4-3-3, die ich auf jeden Fall heute anzubieten hätte. Ihr wundert euch sicherlich, was ist das hier für ein Hintergrund? Dazu möchte ich euch mal eben was sagen. Und zwar, das war damals, das habe ich noch vom 100. Nordderby, da gab es ja die große tolle Choreografie mit den Bremer Stadtmusikanten und da habe ich so ein Ding mitbekommen und da haben wir sowas, haben wir das hochgehalten, war geil und das habe ich halt eben mitgenommen. Ja, das ist es. Und jetzt möchte ich euch noch auf etwas anderes aufmerksam machen, nämlich wir stehen überall, es geht schon am Hauptbahnhof los und dann Lüneburger Straße, Seewall, im Osterdeich und natürlich auch am Eingang Weserstadion, und deshalb am Eingang des Stadions der Franz-Böhmer-Straße. Die stehen überall und die Rede ist von Schwarzmarkthändlern.
Leute, es lohnt sich nicht, die Karten auf den Schwarzmarkt zu holen. Denn die verlieren, wenn ihr bei solchen Typen, bei solchen Idioten eine Karte holt. Die Karte verliert ihre Autorität, verliert ihre Autorisierung, wird dadurch gesperrt, ihr kommt nicht durchs Kreuz und das Geld ist weg. Schwarzmarkt, das heißt, die Karten werden billig eingekauft und zu horrend teuren Preisen verkauft. Die Karten verlieren ihre Autorisierung und, wie schon gesagt, dann sind sie gesperrt und euer Geld ist futsch. Deswegen, rote Karte den Schwarzmarkthändlern. Holt euch die Karten entweder bei autorisierten Organisationen oder auch Tageszeitungen. In der Regel, wenn Tageszeitungen Karten vor Verkauf anbieten, die sind autorisiert. Oder auch direkt beim Verein, in diesem Fall direkt bei Werder Bremen. Und mein Werder-Tisch ist auch wieder gedeckt. Ich will mal eben zeigen. Dann fangen wir doch in der Mitte an. Teddy mit seinen beiden Freunden wieder. Die drei Entchen, die beiden Frösche, Schweinchen, der Werder Gartenzwerg, der Werder Bremen Kellogg's Truck. Dann haben wir natürlich wieder Gedöns hier mit dem Werder Bremen Schnapskrug, die beiden Werder Bremen Biergläser, mein Werder Bremen Temporowski Glas, ein paar Schreibutensilien von Werder Bremen, meine Werder Bremen Trinkflasche, ein paar Werder Bremen Buttons, meine Werder Bremen Kaffeetasse von Frank Baumann unterschrieben, der Werder Schlüsselanhänger und meine drei Werder Bremen Feuerzeuge. 37 Werder Becher, meine Einzelstücke alles und meine Schals. Zwei da, Werder Bremen gegen Rassismus und dahinter ist der Disses Osterdeich und drei Stück hier. Und das Ganze natürlich wieder mal angerechnet auf einer schönen dreigeteilten Werder Bremen Tischdecke. Ja, vielleicht sieht man sich ja nachher im Widerstadion, würde mich sehr freuen. Morgen gibt es auf jeden Fall auf meiner Facebook-Seite wieder ein Video mit dem Tutti. Und heute auf einen Sieg gegen Hertha BSC. Lehnt sein Günweis, lehnt sein Werder Bremen. Bis dann, ciao, ciao.